Ja, Freunde, die PDD-Thematik beschäftigt zurzeit die ganze Welt. Und diesbezüglich haben wir uns noch nicht wirklich geäußert, obwohl es überall und immer wieder zu sehen und zu hören ist. Diesbezüglich bringen wir uns jetzt auch einmal up to date. Es ist viel, viel schlimmer, wie die meisten von euch gedacht haben. Es ist so verzwickt, so krank. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an, uns überhaupt in die Thematik reinzuarbeiten mit einem Video von der lieben Saschka und arbeiten uns dann Stück für Stück weiter vor. Also, auf entspannten, zurücklehnenden Hasen, let's go! Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Diesen Song werden wahrscheinlich einige von euch kennen, aber mittlerweile wurde eine neue Version daraus gemacht. Und zwar... Wake up in the morning like P. Diddy. Wenn es eins gibt, was ich in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen so krass mitverfolgt habe, dann ist es der Fall rund um P. Diddy und Co. und um seine Machenschaften. Egal ob TikTok, Instagram oder YouTube oder auch die handelsüblichen Online-Magazine, das Thema übernimmt das ganze Internet, sodass mir auch viele geschrieben haben, hey, kannst du vielleicht mal ein Video dazu machen? Und das Thema ist eben so groß, dass es passieren kann, dass man schnell den Überblick verliert, worum es eigentlich geht. Denn es geht nicht nur um einen harmlosen Rapper-Skandal, der irgendwas angestellt haben soll, sondern es geht um Missbrauch in jeglicher Form gegenüber Personen in jeglichem Alter. Es geht um Menschenhandel, es geht um Machtmissbrauch im Allgemeinen. Und manche sprechen hier von dem Downfall of Hollywood, wo ich mir auch denke, ja, für den Downfall haben die Sachen hier natürlich nicht gereicht. Und es geht um Partys, auf denen alle Hollywood-Größen gewesen sein sollen, die ihr kennt. Alle. Außer Cillian Murphy. Cillian Murphy lassen wir aus dem Spiel, okay? Cillian Murphy hat mit dieser Szene nichts zu tun. Muss ich das jetzt hier verstehen? Wer ist dieser Cillian Murphy? Hab jetzt mal gegoogelt, finde da jetzt nichts Großartiges. Zeig euch mal ein paar Bilder hier. Vielleicht habe ich den Namen auch falsch geschrieben. Keine Ahnung. So, ich weiß es nicht. Helft mir mal bitte auf die Sprünge. Wir sprechen hier von Kim K., Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Will Smith. Alle. Alle, die ihr kennt. Warum also Hollywood brennt. Besonders Jay-Z und Beyoncé in den Fokus geraten sind und Millionen an Follower verlieren. Und warum ausgerechnet 50 Cent das schon seit Jahren prophezeit hat. I looked at him like, what'd you just say? Also kommen wir doch zu dem Fall von P. Diddy, aka Sean Combs. Sean Combs, alias Sean Combs. Egal, kann ich das auch normal aussprechen oder nicht? Eigentlich sind die Sachen gar nicht so neu. Es gibt über Jahrzehnte Skandale, es gibt über Jahrzehnte Vorwürfe. Und gerade letztes Jahr ist dieses Thema publik geworden durch seine Ex-Freundin. Ich verfolge das Thema auch schon ein bisschen länger. Und zwar habe ich das bei einem Creator gesehen namens Ben Bugatti, der sich auch mit solchen Inhalten auseinandersetzt. Liebe geht hier raus an unseren Bruder Ben. Sehr, sehr gute Videos hat er dazu gemacht. Ich hole mir meine Infos bei Ben und auch bei Halal Gossip, unserer Schwester auf TikTok. Macht sehr geilen Content. Die Videos dazu habe ich euch in der Infobox verlinkt, weil die wirklich so unglaublich viel Hintergrund haben. Und es ist einfach wirklich, wirklich spannend. Deswegen würde ich euch empfehlen. Sean Combs ist kein Unbekannter. Er ist ein Urgestein in der Musikindustrie. Und er ist schon so lange dabei, dass vermutet wird, dass er für den Tod von Tupac verantwortlich war. Aber wir sprechen heute nicht über mögliche Theorien, sondern das, was im Raum steht. Nämlich viele Klagen von vielen Personen, diverse Aussagen, als auch Bildmaterial. Was soll das denn? Als auch Bildmaterial, was so schockierend ist, dass ich das weder hier zeigen kann, aber selbst beim Beschreiben dieses Videos, läuft es einem einfach eiskalt den Rücken runter. Eins der Lieder, die ich von dem Rapper kenne, sind I'll Be Missing You. Seems like yesterday we used to rock the show. Ein Lied, das für Notorious B.I.G. aka Biggie geschrieben wurde. Und in dem Lied geht es darum, dass er angeblich nicht glauben könne, dass Biggie tot ist. Obwohl man auch vermutet, dass er dahinter steckt. Ne? Also, wie gesagt, es gibt einfach sehr, sehr viele Theorien zu diesem Mann. Das Lied ist ein Sample von The Police mit dem Namen Every Breath You Take. Kennen vielleicht auch einige von euch. Fälschlicherweise halten es viele für ein Liebeslied, weil, ja gut, wenn man sich das so durchliest, dann könnte man es für romantisch halten. Aber tatsächlich ist es eher sogar das Gegenteil, und zwar es ist eher einseitige Liebe. Es geht um Überwachung und es geht um Kontrolle. So beschreibt es Sting damals. Ironischerweise wird genau das Diddy zu Lasten gelegt. Kontrolle von Promis durch Erpressung, langjährige Überwachung seiner Ex-Partnerin, Machtmissbrauch in sehr schlimmen Formen, Betäubung und Menschenhandel. Die Liste ist lang und es ist auch sehr brutal, aber bereits seit Jahren kann man einen Grad von Gewalt beobachten bei Diddy. Angefangen von schlechten Organisationen, wo zig Menschen ums Leben gekommen sind, weil es sich um ein Konzert gehandelt hat und man den Ansturm nicht richtig kalkuliert hat. Aufgrund dessen ist eine Massenpanik entstanden und sehr, sehr viele Menschen sind dabei gestorben. Bis hin zu Schießereien in einem Club, wo seine damalige Ex-Freundin Jennifer Lopez eine Knarre mit in den Club reingeschmuggelt hat und er dann eine Schießerei gestartet hat. Dabei hat er einer Frau ins Gesicht geschossen. Das Ganze hat er aber abgestritten und jemand anderes hat es dann auf sich genommen. Die Sache ist aber, dass diese Frau wirklich seit Jahrzehnten immer im Internet behauptet, okay, es war aber Diddy. Ich habe es genau gesehen, es war er. Es kam nie zu einer Anklage, es hat jemand anders auf sich genommen und er hat es bestritten bis
heute. Allgemein hat er sich nie was zu Schulden kommen lassen, beziehungsweise wurde es einfach nie angeklagt. Bekannt ist er aber eigentlich für seine Musik. Er war damals bei Uptown Records, gründete aber später sein eigenes Label. Und dort hatte er sehr, sehr viele Künstler unter Vertrag, die vielleicht auch einige von euch kennen könnten. Sehr, sehr viele Künstler haben ihm vorgeworfen, dass sie ausgebeutet wurden, dass die Verträge nicht rechtens waren und dass sie eigentlich kein Geld mit ihrer Musik verdient haben. Sie fühlten sich im Stich gelassen und haben millionenschwere Musikrechte für einen Apfel und ein Ei abgegeben. Aber man konnte Didi nie was anhaben. Er war unantastbar. Besser vernetzt als jeder andere und hatte Macht, weswegen niemand sich an ihn rantraute. Ja, obwohl vereinzelt gab es ein paar. Es gab auch 50 Cent und Eminem, als auch J. Cole unterschwellig. Das erzähle ich euch im Verlauf des Videos. Letztes Jahr änderte sich was. Und zwar im November 2023 reichte seine Ex-Partnerin Klage gegen ihn ein. Sie war 11 Jahre mit ihm zusammen und sie spricht von brutalen Vorfällen. Didi hatte sie entdeckt und hatte sie bei seinem Label gesigned. Ihr Künstlername ist Cassie. Einige von euch werden sie wahrscheinlich auch kennen. Sie ist jetzt auch keine Unbekannte gewesen. Da geht der Bruder Ben richtig tief ins Detail und erklärt euch ganz genau, wie sie bei P. Diddy gelandet ist und warum sie immer alles gemacht hat, was er von ihr verlangte. War ja geisteskrank, ja, ne, so Sachen wie, dass sie sich die Hälfte der Haare wegrasieren musste, weil er das gesagt hat, gehören noch zu den ganz, ganz harmlosen Dingen. Klage ein auf der Basis des Adult Survivors Acts des Staates New York, der es erlaubt, mutmaßlich Sexualtäter auch dann anzuklagen, wenn die Verjährungsfrist eigentlich abgelaufen ist. Dabei wirft sie ihm in der 11-jährigen Beziehung Missbrauch, Überwachung und Gewalttätigkeit vor. Außerdem soll er sie auch unter Drogen gesetzt haben und sie dazu gezwungen haben, mit anderen Männern zu schlafen, während er sich dabei gefilmt haben soll und sich auch selbst angefasst haben soll. Es kam auch nicht selten vor, dass sie mit Blutergüssen zu sehen war und auch eine Aufnahme zeigte das Ausmaß seiner Brutalität. Nämlich hatte sie versucht, in einem Hotel abzuhauen, hat die Sachen gepackt, ist zum Lift gerannt und hat auf den gewartet. Währenddessen kam Didi mit einem Handtuch bekleidet raus und hat so brutal auf sie eingeschlagen, er hat sie getreten, selbst als sie am Boden war. Und er hat sie dann einfach an den Haaren zurückgeschleift ins Zimmer. Ich zeige euch das mal hier, wohl wissend, dass ich dadurch meinem Kanal massiv schaden kann. Aber ich will euch es einfach nicht vorenthalten. So, Warnung, das nachfolgende Video enthält verstörende Bilder. Wissen wir ja schon, haben wir ja gerade gehört bei Sascha. Da seht ihr sie, sie versucht zu flüchten. Die waren in einem Hotel in Los Angeles. Das Hotel hat sogar 50.000 Euro dafür gekriegt von P. Diddy, dass diese Aufnahmen nirgendwo hingelangen. Er hat sie gepackt, nach hinten gezogen, getreten, ihre Sachen liegen am Boden. Er nimmt ihre Sachen mit, weil er denkt, wenn ich ihre Sachen mitnehme und ihr einen Eisbeinkick verpasse und versuche sie aufs Zimmer zu zerren, ist alles in Ordnung. Also so klärt man in den Vereinigten Staaten zumindest im Rapper-Bereich Beefs und Streitigkeiten. So. Sein Handtuch macht ihm einen Strich durch die Rechnung, weil es immer wieder runterrutscht. Sie lässt sich nicht mitzerren, er bringt erstmal ihre Sachen aufs Zimmer, geht zurück, versucht sie wieder zu packen, setzt sich dann dahin, sie steht hier, wirft dann die Vase auf sie und ja, da endet das Video auch schon. Ihr seht also, hinter dem, was behauptet wird, steckt definitiv auch einiges an Wahrheit. Er hat dem Hotel 50.000 Euro geboten, um diese Aufnahme zu haben. Die Aufnahme kam dennoch raus und dann zeigte er sich sehr, sehr betroffen auf Instagram, wo er gesagt hat, ja, das war ja nur eine einmalige Sache, es tut mir so leid, das ist so schlimm, dass meine Kinder mich so sehen müssen. Das bin gar nicht ich. Ja gut, also wer das glaubt, der glaubt auch an Einhörner, ne? Also auf Real Talk Basis, sie geht ja nie so wirklich tief auf so Sachen ein. Dieses, das bin doch nicht ich. Dazu habe ich auch schon einige Verschwörungstheorien gesehen. Ich meine, schaut euch mal dieses Bild an, wie er zu meiner Zeit aussah, wie ich ihn in Erinnerung habe ungefähr und wie er jetzt aussieht. Hier noch ein anderer Vergleich. Aber ja, man wird älter, man ändert sein optisches Erscheinungsbild. Kann noch alles im Rahmen des Möglichen sein. Sie hatte Angst vor ihm und vor allem von den Konsequenzen, die ihr blühten, wenn sie sich getrennt hätte. Cassie soll Kid Cudi kennengelernt haben und wollte mit ihm zusammen sein. P. Diddy hat das mitbekommen und hat die beiden gewarnt und hat gesagt, okay, Kid Cudi sollte auf sein Auto aufpassen, nicht, dass das einfach in die Luft fliegt. Und tatsächlich ist es dann passiert, das Auto ist in der Einfahrt in die Luft geflogen. Und man vermutete, dass Diddy dahinter steckt. Der Anwalt von Diddy bestreitet alles, nennt es ungeheure Lügen und wirft Cassie vor, dass es ihr darum gehen würde, den Ruf zu schädigen und Geld abzugreifen. Es gibt auch Leute, die diese Theorie unterstützen, denn einen Tag, nachdem sie die Klage eingereicht hat, haben sie sich außergerichtlich geeinigt mit einem millionenschweren Betrag. Das Problem ist aber, dass eben sehr, sehr viele Sachen im Raum stehen. Und bisher oder bis zum damaligen Datum konnte man ihm nichts anhaben. Sie war die Einzige, die damals Klage gegen ihn eingereicht hat. Gerade bei diesen Sachen konnte man in der Vergangenheit sehen, dass es
für die betroffene Person einfach das Schlimmste der Welt ist, sich noch mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil es einfach wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden ist, dieses ganze Thema aufzuarbeiten. Und vor allem, wenn eine Person so mächtig ist, und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, ist es einfach schwer, weil man nicht weiß, wie das ausgehen wird. Vielleicht haben diese Personen doch so viel Einfluss, um das Ganze kippen zu können. Für manche mag es aussehen wie ein Versuch, Geld abzugreifen. Für mich sah es persönlich so aus, als ob sie nach 11 Jahren Beziehung mit diesen Vorfällen versucht hat, so schnell wie möglich und so glimpflich wie möglich da rauszukommen, um nicht noch mehr Leid durchmachen zu müssen. Aber Cassie brachte durch diese Sache den Stein ins Rollen. Und eine Menge anderer Personen meldeten sich zu Wort. Insgesamt gibt es 120 weitere Klagen, zumindest die, die der Anwalt übernimmt. Eine Menge der Betroffenen sollen zu diesem Zeitpunkt minderjährig gewesen sein. Und tatsächlich sind die Betroffenen nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer sind darunter. Diese Produzenten als auch Rapper geben genau das gleiche an wie die betroffenen Frauen. Sie wurden mutmaßlich unter Drohung gesetzt und wurden dazu gezwungen, mit anderen Leuten zu schlafen. Und die Liste geht noch weiter. So viele brutale Vorwürfe, die man wirklich nicht aussprechen mag. Was vor allem heiß auf TikTok diskutiert wird, ist, wie viel Babyöl gefunden wurde bei P. Diddy bzw. in seinem Haus. Und zwar sollen es über 1000 Flaschen gewesen sein. Es soll aber auch viele Flaschen gegeben haben, zumindest berichten einige Leute davon, dass es um Drogen ging. Und das war dann auch in diesen Flaschen, aber eben in flüssiger Form. Worüber vor allem gesprochen wird, sind diese berühmten White Parties, von denen ihr vielleicht schon einige Bilder gesehen habt. Denn ganz Hollywood war da. Der junge Leonardo DiCaprio, Kim K., Ashton Kutcher, Will Smith und Co. Es wäre einfacher aufzuzählen, wer nicht da war. Keegan Murphy. Dann gab es aber auch noch die Freak-Off-Partys, was sinngemäß, ja, das war einfach Rudelbumsen, ne? Das soll teilweise über mehrere Tage gegangen sein und Diddy soll das auch aufgezeichnet haben, um die Leute damit erpressen zu können und sie vor allem auch in Schach zu halten, dass sie eben nichts darüber erzählen, beziehungsweise dass nur eine interne Information bleibt. Dabei sollen den Opfern mutmaßlich Substanzen zugeführt worden sein, um sie gehorsam und gefügig zu machen. Einige von euch haben vielleicht den Film Blink Twice gesehen mit Channing Tatum in der Hauptrolle und da finden sich sehr, sehr viele Parallelen, vor allem zu den beschriebenen Sachen. Was vor allem interessant ist, sind die Reaktionen der Promis, nachdem die Anklageschriften rausgekommen sind. Usher, einer seiner engsten und ältesten Freunde von Diddy, soll massenhaft Tweets gelöscht haben, die auch nur in Verbindung mit Diddy. Sorry. die auch nur in Verbindung mit Diddy gestanden haben sollen. Usher behauptet, er wurde gehackt und der Hacker hat zufälligerweise, gerade jetzt, wo dieser krasse Skandal ist, alle Tweets mit Diddy gelöscht. Klar, wer kennt's nicht? Zufälle gibt's, die gibt es nicht. Problem an dieser Sache ist, dass Usher selbst sehr, sehr jung war, als er Diddy kennengelernt hat und berichtet Jahre später davon, dass er in dem Camp von Diddy war und auch teilweise eine lange Zeit mit ihm zusammen gewohnt hat. Und das als blutjunger Teenager. Auf dieses Camp, beziehungsweise diese Zeit angesprochen, agiert er teils emotional, als auch teils sehr in sich gekehrt. Und genauso beobachtet man diese Art von Reaktion bei Justin Bieber, der auch mehr oder weniger entdeckt wurde durch Usher. Und dieser verschaffte den Kontakt zu P. Diddy. Und aktuell geht ein Video sehr, sehr viral, was auch schon sehr, sehr alt ist. Und da sieht man den jungen Justin Bieber mit P. Diddy, der darüber redet, dass er jetzt 48 Stunden mit Justin verbringen darf und das ohne elterliche Aufsicht. Also auch ein minderjähriger Justin Bieber. Gepaart mit all den Vorwürfen und teilweise fragwürdigen Reaktionen von Usher und Bieber Jahre danach, stellen sich viele die Frage, ob er ebenfalls missbraucht wurde. Vor allem müsst ihr euch überlegen, Usher war ja auch dort wie Justin Bieber und sagt, er würde das nie wieder machen. Plus, er würde seine eigenen Kinder niemals dahin schicken. So schlimm war das. Und schickt dann kurz darauf Justin Bieber dahin als kleinen Jungen. Er gehörte ja zu Usher. Und hier noch zur Erläuterung. Justin Bieber hat sich selbst dazu entschieden, zu Usher zu gehen. Er konnte auch zu Justin Timberlake gehen, hat sich aber dagegen entschieden und wollte halt zu seinem Vorbild Usher. Was man hier aber auch noch erwähnen muss, was diese ganzen Theorien über Bord schmeißen könnte, ist die Tatsache, dass die bis heute noch miteinander kooperieren, Musik produzieren. Erst vor einem Monat oder so kam wieder was raus. So, wenn da wirklich was so Schlimmes vorgefallen sein soll, wie viele behaupten, würden die noch nicht Jahre darauf immer noch weiter miteinander arbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Das sind das allgemein und bezieht das meiste davon im großen Ziel darauf, wie schwer es ist, als junge Person in so einem krassen Business aufzuwachsen und was das mit einem macht. Aber dennoch vermuten viele, dass es vielleicht auch was mit Diddy zu tun haben könnte. Viele glauben, dass er durch das Musikvideo von Yummy genau darauf aufmerksam machen wollte. Es heißt, er soll am Set viel geweint haben und dass er sehr, sehr betroffen war. Und auch das sieht man in Aufnahmen. Das sind aber natürlich alles nur Theorien, die nicht belegt sind. Aber auch andere Promis und Freunde von Diddy reagieren seltsam. Oder sie schweigen, wie beispielsweise die engsten Freunde von Diddy, Jay-Z und Beyoncé. So glauben viele, dass Jay-Z teilweise schlimmer ist als Diddy und warten darauf, dass er als nächstes exposed wird. Denn er und seine Frau gehören mit zu den einflussreichsten Personen der Welt. Wer auf TikTok
TikTok ist, wird auch aktuell sehr, sehr viele Videos finden, die Beyoncé in Frage stellen und sie vor allem in Verbindung stellen zu diversen Todesfällen in der Musikindustrie von Frauen, die in Konkurrenz standen mit Beyoncé. Zu all diesen Sachen werde ich euch gleich auch noch Clips zeigen, die das bekräftigen, aber auch entkräften. Es wird sehr interessant. Gerade J. Cole's Lied She Knows rückt hierbei in den Vordergrund, da die Sängerin thematisiert und der Song gilt mittlerweile als versteckte Warnung, auf die man jetzt erst gekommen ist. Gleichzeitig wird das aber auch von vielen belächelt und so findet man auch gleichzeitig TikToks, die Beyoncé mit anderen Sachen in Verbindung stellen, wie beispielsweise den Tod von JFK oder auch als die Titanic gesunken ist. Ja, und das ist halt wiederum ein bisschen lustig, ne? Aber vor allem ist es ein Problem, weil es die eigentliche Sache in den Hintergrund rückt. Denn Fakt ist, wo Macht ist, findet auch Machtmissbrauch statt. Vor allem in Hollywood. Weinstein, Epstein und Co. sind ein Paradebeispiel für Machtmissbrauch und organisierte Kriminalität hinter den Kulissen von einem schönen Hollywood, das einem vorgelebt wird. Aber Machtmissbrauch in diesem Ausmaß, zumindest das, was uns gerade gezeigt wird und was in den Anklageschriften steht, funktioniert nicht durch nur eine Person, sondern baut auf einem Netzwerk. Es müssen eine Menge Leute mitspielen, um so etwas jahrzehntelang aufrechtzuerhalten. Das konnten wir vor allem auch bei Epstein sehen. Einschüchterung, Betäubung und Co. scheinen an der Tagesordnung zu sein. Vor allem das bewusst wegsehen, um dazugehören zu können. Natürlich muss man aber auch an dieser Stelle erwähnen, nur weil man an den Partys von Diddy teilgenommen hat, an diesen White Partys meine ich, heißt es nicht, dass jeder, der da war, auch explizit an diesen Sachen teilgenommen hat. So wundert es mich aber trotzdem nicht, dass die engsten Freunde von Diddy auch unter Beschlag genommen werden. Beyoncé hat mehrere Millionen Follower verloren und ihre Kommentare sind voll mit Fragen. Bei Jay-Z genau das gleiche. Und im Nachhinein scheinen harmlose Aussagen von Künstlern eher wie eine Art Hilferuf. Beispielsweise berichtete Rihanna davon, dass sie damals, bevor sie den Vertrag mit Jay-Z unterschrieben hat, vielleicht erinnert ihr euch, sie ist ja bei Jay-Z gesigned worden. Sie erzählt selber, dass er sich mit ihr in einem Hotelzimmer eingeschlossen hat, wo sie noch minderjährig war, und hat ihr gesagt, entweder verlässt du dieses Zimmer mit einem unterschriebenen Vertrag durch die Tür oder durchs Fenster. He said, there are two ways to leave here. Either through the door with the deal sign or through this window, and we're on the 29th floor. Und obwohl wir natürlich nicht wissen, was seine Freunde mit der ganzen Sache zu tun haben, sollte man nicht davon ausgehen, dass sie nichts gewusst haben können. Denn um so ein Konstrukt aufrechterhalten zu können, müssen eine Menge Leute mitspielen. Und obwohl fast ganz Hollywood schweigt, gibt es doch vereinzelt Personen, wie beispielsweise 50 Cent oder auch Eminem, die sich umso mehr über den Downfall von P. Diddy freuen. Denn 50 Cent hat schon immer über Jahrzehnte etwas in diese Richtung angedeutet. Er sagt selbst, dass er regelrecht Angst hatte vor Diddy, denn dieser hatte ihn damals auf eine Shoppingtour eingeladen und hat gesagt, dass er alles für ihn bezahlen würde. I get uncomfortable. Like he said something to me one time, a long time ago. At Chris Lighty's wedding, he told me he'd take me shopping. I looked at him like, what you just say? Und 50 Cent hat nicht verstanden, was die Intention dahinter war. Yeah, I thought he needed some clothes. What? I'm a nice guy. Auch Eminem hatte bereits in einem Song eine Anspielung auf Diddy gemacht, indem er das Wort Rapper falsch buchstabierte, und zwar im Sinne von Raper. Und dabei hatte er das so schlau kombiniert und so schlau betont, dass man das in Verbindung mit Diddy bringen konnte. Und nachdem all das jetzt öffentlich wurde und so eine enorme Aufmerksamkeit erhält, könnte 50 Cent nicht glücklicher sein. Und man berichtet sogar darüber, dass er einen millionenschweren Deal mit Netflix unterschrieben haben soll, wo es um eine Dokumentation über Diddy gehen soll. Und auch wenn sich jetzt viele Theorien im Internet rumtreiben, Promis behaupten, dass sie seit Jahren nicht mehr auf diesen Partys gewesen sein sollen und sich vielleicht sogar distanzieren, ist das Problem unübersehbar. Ich meine, diese Promis laufen, wie zum Beispiel Leonardo DiCaprio, mit 4-5 Sicherheitsleuten herum, werden trotzdem bombardiert von Paparazzis, von Leuten, die drumherum stehen, ihn beleidigen, ihm diese Anschuldigungen an den Kopf werfen. Er natürlich bedeckt mit Kappe, so ein bisschen hochgezogen, dass man nicht richtig erkennt, wer das ist. Lebt ein gefährliches Leben durch diesen ganzen P. Diddy-Skandal. Das heißt, es betrifft nicht nur P. Diddy selbst, sondern jeden, der mal mit ihm was zu tun hatte. Und die meisten von denen, die vor allem enger waren mit ihm, zumindest es in der Öffentlichkeit so rüberkam, dass sie enger waren mit ihm, werden mit hinuntergezogen. Menschen nutzen ihre Macht aus, um noch mehr Macht zu erlangen. Und das zeigt sich immer wieder. Jedes Jahr aufs Neue kommen neue Sachen raus über Machtmissbrauch. Und jedes Mal sind wir überrascht, wenn diese glamouröse Welt gar nicht so glamourös ist, wie sie eigentlich dargestellt wird. Ja, er ist noch nicht verurteilt. Aber interessant ist, dass der Vorschlag von P. Diddy, auf Kaution rauszukommen für 50 Millionen Dollar, mehrfach abgelehnt wurde, weil man Angst hat, dass er flüchtet oder dass er Personen einschüchtert. Und es ist eben interessant, dass fast ganz Hollywood
dazu schweigt. Denn fast ganz Hollywood wird es vermutlich gewusst haben, was dort mutmaßlich vor sich gegangen ist. Genauso wie bei Weinstein, Epstein und Co. So, und jetzt tauchen wir ein wenig tiefer in die Materie. Denn viele werden sich fragen, wie kann das sein? So viele Jahre gibt es diese Anschuldigungen. Und erst jetzt geht man ihm an den Kragen. Dazu hat die liebe Helal Gossip Video hochgeladen, das gönnen wir uns jetzt. Verrät, wer wirklich hinter Didis Untergang steckt und warum Didis Ende erst jetzt kommt. Weil diese ganzen Gerüchte und Vorwürfe gegen Didi gibt es ja schon seit den 90ern. Aber warum hat es so lange gedauert, bis das FBI Razzien in Didis Häusern durchgeführt hat und Didi verhaftet und angeklagt wurde? Laut 50 Cent hat Didi die Hand gebissen, die ihn jahrelang gefüttert hat. Viele von uns kennen Didi als das Gesicht hinter einer sehr bekannten Luxusgetränkemarke, Ciroc. Aber wusstest du, dass die Marke ihm gar nicht gehört? Didi hatte zwar mega den Einfluss auf den Erfolg von Ciroc, aber am Ende stecken noch viel mächtigere Firmen dahinter, wie Diageo, eine sehr einflussreiche Firma aus Großbritannien. Hinter Diageo steht eine Firma, die gefühlt die halbe Welt besitzt. Zu den Top-Aktionären von Diageo gehört einfach BlackRock. Du weißt schon, dieses Unternehmen, das überall seine Finger im Spiel hat. Angeblich. Als Didi anfing mit Ciroc zu arbeiten, machte die Brand jährlich Minus. Nachdem Didi das Aushängeschild wurde, haben die deutlich mehr verkauft. Das heißt, Didi hat maßgeblich zum Erfolg von Ciroc beigetragen. Didis Ego kam ins Spiel, das ihn bei all seinen Entscheidungen zu lenken scheint und ihm zum Verhängnis wird. 2013 kauften Didi und Diageo dann die Brand DeLeon, von der Didi 50% bekam. Im Mai 2023 verklagte Didi Diageo dann und warf ihnen vor, dass sie nicht genug in Ciroc und in DeLeon investieren, da sie, Didi zufolge, die Brands als Urban und Black Brands sehen und deshalb keinen Bock haben. Jetzt kommt der spannende Teil. 50 meint nämlich, dass Didis Warenprobleme begannen, als er die Partnerschaft mit Diageo und DeLeon eingegangen ist. Er sagt auch, man sollte sich mal überlegen, wie viel Macht solche Firmen wirklich haben und dass diese Leute krasse Connections haben und wenn du dich mit den Falschen anlegst, kann aus einem kleinen Zivilprozess ganz schnell ein Strafprozess werden. Der Comedian Eddie Griffin sagt was Ähnliches. Er meint, Diageo hat BlackRock im Rücken und dass die Branche, in der Didi aktiv war, sowieso eine krasse Lobby hat. Also Leute mit richtig viel Einfluss. Und er sagt, Didis Ego gerät außer Kontrolle. Da Didi bisher immer alles unter Kontrolle hatte, jeder nach seiner Pfeife getanzt hat und niemand ihm was anhaben konnte, dachte er, er hat auch hier das Sagen und bekommt, was er will. Didi verklagte also im Mai 2023 Diageo. Ein paar Monate später, im November 2023, reichte Cassie ihre Klage gegen Didi ein. Innerhalb von nur 24 Stunden einigte Didi sich außergerichtlich mit Cassie. Im Januar 2024 wurde bekannt, dass Didi und Diageo sich geeinigt haben. Etwa weil Didi klar wurde, dass das Ganze Ausmaße annimmt, mit denen er niemals gerechnet hätte. Und wie viel Macht diese Menschen haben. Aber Cassie war nur der Anfang, denn die Welle an Klagen, die Didi losgetreten hat, ließ sich seitdem nicht mehr aufhalten. Das bedeutet natürlich nicht, dass Didi jetzt nicht auch seine Strafe für all die Horrortaten bekommt, die er Frauen und Männern wohl angetan hat. Aber ich fand diese Theorien von 50 Cent und Eddie Griffin trotzdem interessant und wollte es mit euch teilen. Auf einmal stand Didi mitten in einem Skandal, den er nicht mehr kontrollieren konnte. Und dieses Mal könnte es sein Ende sein. Kann es wirklich? Denn, ihr habt es mitgekriegt, nicht mal sein Vorschlag für 50 Millionen Dollar Kaution freigelassen zu werden, ja ne, er würde die 50 Millionen einfach verlieren, wurde akzeptiert. Denn man hat Angst, dass er fliehen möchte. Und das wird von oberster Riege unterbrochen. Ich will euch jetzt mal das ganze P. Didi-Drama aus Helal Gossips Sicht auszeigen. P. Didi wurde verhaftet. No joke, Freunde. Es stimmt wirklich. Gegen P. Didi wird ja schon seit Monaten ermittelt, unter anderem wegen M-Handel, gecheckt. Wenn nicht, helft euch gegenseitig in den Kommentaren, weil ich kann das hier nicht aussprechen. Menschenhandel. Eine Grand Jury in New York hat P. Didi angeklagt, weil sie der Meinung ist, dass es genug Beweise gegen ihn gibt. Also genug Beweise, dass man ihn für seine ganzen Taten drankriegt. Das heißt, es könnte sein, dass wir bald einen Gerichtsprozess bekommen. Didi wurde auf jeden Fall am Montagabend in New York festgenommen und es heißt, dass er uneingeschränkt kooperiert und wusste, dass er festgenommen wird und deshalb sogar extra freiwillig vorher nach New York geflogen ist. Überlegt mal, wie viele Leute P. Didi jetzt exposen kann. Der kann einfach die halbe Industrie mit sich in den Abgrund ziehen. Im März hat das US-Heimatschutzministerium Razzien in Didis Häusern in Miami, L.A. und New York durchgeführt. Damals wurde Didi nicht festgenommen, aber seitdem laufen Ermittlungen gegen ihn. Das Ganze wurde von Didis Ex Cassie ins Rollen gebracht, die ihn im November 2023 verklagt hat. Damit an die Öffentlichkeit getragen hat, was schon seit Jahren über Didi spekuliert und geredet wird.
Auf jeden Fall hat die Klage von Cassie eine ganze Welle an Klagen gegen Didi ausgelöst. Ganz viele andere Frauen, Producer, die mit Didi zusammengearbeitet haben und sogar ein Ex-Mitglied von Danity Kane haben bestätigt, dass sie dieselbe Erfahrung mit P. Didi gemacht haben wie Cassie. P. Didi und sein Anwalt bestehen die ganze Zeit darauf, dass er unschuldig ist, dass das Ganze eine Hexenjagd auf ihn ist. Sorry Leute, dass ich hier kurz unterbreche, aber immer dieses falsche Verwenden von selbe und gleiche. Ich will euch das einmal ganz kurz erklären. Ihr habt gesagt, die haben dieselbe Erfahrung gemacht mit P. Didi. Und das ist falsch. Sie hätte sagen müssen, die gleiche Erfahrung. Weil es war ja nicht dieselbe, die sie gemacht haben. Wie erkläre ich euch das am besten? Wartet. So, ihr seht hier meine Kaffeetasse, ne? Ich lege die weg. So, das hier ist die gleiche Tasse. Das hier, wo Kaffee drin ist, hier ist kein Kaffee drin, hier ist mein Kaffee drin, ist dieselbe Tasse wie die, die ich euch zu Beginn gezeigt habe. Dieselbe Tasse, die gleiche Tasse. Die Leute haben dort nicht dasselbe erlebt wie die anderen, sondern das gleiche. Weil dasselbe hat ja nur die Person, die es erlebt hat, erlebt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Es gibt einen Unterschied zwischen selbe und gleiche. Aber hier no front an unserer Schwester Halal Gossip. Liebe geht hier Maximum raus an sie. Aber wir wollen ja hier auch ein wenig Mehrwert bieten. Dass man einfach seine Legacy zerstören möchte. Die sagen das, by the way, auch jetzt noch, nachdem er angeklagt und verhaftet wurde. Im Mai hat CNN dann ein Video veröffentlicht von einer Überwachungskamera aus dem Hotel, wo man sieht, wie P. Didi Cassie hinterherrennt, als sie gehen möchte und auf sie losgeht. Freunde, ich bin so gespannt, was da jetzt alles rauskommen wird, was für Beweise es gegen Didi gibt. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und falls ihr so denkt, ich habe das alles irgendwie gar nicht so mitbekommen und was wird dem eigentlich alles vorgeworfen und was hat er überhaupt in den ganzen 30 Jahren, wo er an der Spitze war, gemacht? Leute, ich habe einen Deep Dive zu Didi gemacht. Checkt einfach oben in meinem Profil die Wiedergabeliste P. Didi Exposed ab. Da sind so viele Videos zu diesem Thema drin und einfach alle Horrorgeschichten über ihn. Da das hier den Rahmen sprengen würde, machen wir es nicht. Wir gönnen uns nur die wichtigsten Videos. Könnt ihr aber sehr gerne unabhängig von diesem Video euch reinziehen bei ihr. Die Schrift gegen Didi ist so heftig. Achtung, das hier ist nichts für schwache Nerven. Okay, Didi wurde verhaftet wegen drei Sachen. Erstens, er hat sein eigenes Unternehmen, Bad Boy Entertainment, benutzt, um kriminelle Dinge abzuziehen und diese zu vertuschen. Zweitens, er hat Menschen, darunter auch S-Arbeiter, für seine sogenannten Freak-Offs über Staatsgrenzen transportiert. Falls du nicht weißt, was Freak-Offs sind, dann schau in die Kommentare. Aber der Name sagt eigentlich schon alles. Und drittens, er soll Leute gezwungen haben, bei diesen Freak-Offs mitzumachen und dabei zuzusehen. Als ob das nicht genug wäre, hat er das Ganze auch noch gefilmt, um sie später damit erpressen zu können. Wenn jemand was gemacht hat, was Didi nicht gepasst hat, hat er einfach gedroht, die Aufnahmen zu leaken. Die Staatsanwaltschaft hat im März bei einer Razzia in Didis Häusern richtig viele dieser Freak-Off-Tapes gefunden. Sie haben auch noch 1000 Flaschen Babyöl, alle möglichen Substanzen und Pew-Pews in seinen Häusern gefunden. Das Babyöl hat er anscheinend für seine Freak-Offs gebraucht und seine Assistentin musste das immer für ihn kaufen. Und die Substanzen hat er Leuten gegeben, damit sie bei den Freak-Offs in Stimmung kommen und tagelang durchhalten. Yep, du hast richtig gehört, tagelang. Und es wird noch wilder. Didi hatte ein ganzes Team von Leuten, die ihm bei allem geholfen haben. Seine Sicherheitsleute, Assistenten und so weiter, gegen die wird jetzt auch ermittelt. Zeugen haben gesagt, sie haben richtig Angst vor Didi. Kein Wunder, wenn man hört, dass er eines seiner Opfer 54 Mal am Tag angerufen hat, nur damit diese Person ja nicht auspackt. Und was macht Didi? Er plädiert auf nicht schuldig. Und er hat vorgeschlagen, einfach mal 50 Millionen Dollar zu zahlen, um freizukommen, inklusive seinem krassen Haus in Miami und dem Haus seiner Mutter. Yep, Didi ist so verzweifelt, dass er sogar das Haus seiner Mutter anbietet, um auf Kaution freizukommen. Und er hat sogar vorgeschlagen, einen GPS-Tracker zu tragen. Aber der Richter hat gesagt, nope. Du bleibst hinter Gittern. Didi sei ein Fluchtrisiko und eine Gefahr für die Allgemeinheit, so der Richter. Vor der Razzia im März verklagte der Producer Lil Rod Didi, weil Didi ihn gezwungen haben soll, mit anderen Männern an seinen Freak-Offs teilzunehmen und zuzuschauen. Auch Didis Ex Cassie verklagte ihn und warf Didi unter anderem dasselbe vor. Im Mai wurden Aufnahmen von einer Überwachungskamera im Hotel veröffentlicht, wo man sieht, wie Didi Cassie hinterherrennt, weil sie ihn verlassen will und dann auf sie losgeht. Kifi D hat immer wieder über Didi gesagt, dass Didi ihn angeheuert haben soll, um Tupac. Hip-Hop-Fans munkeln schon seit den 90ern, dass Didi was damit zu tun haben könnte. Aber bis jetzt ist nie etwas passiert, weil Didi zu viel Geld, Macht und Einfluss hatte. Es ist nie was passiert, weil er sich noch nie mit den falschen Leuten angelegt hat. Ihm ist dieser ganze Ruhm, der ihn höchstwahrscheinlich von diesen Leuten, die ihn jetzt gerade zu Fall bringen, zu Kopf gestiegen. Er dachte, keiner kann ihm was, hat aber vergessen, wie dieser Niemand, er war ja ein Nichts, ein Niemand, auf einmal so weit oben hingekommen ist. Nicht, damit du deinen Herrschern, deinen Leuten, die
die dich geschaffen haben, in den Rücken fällst. Und jetzt haben die ihm ganz, ganz schnell gezeigt, wie man so einen Typen wie ihn wieder zur Vernunft bringt. Die haben es ja nicht aus Spaß gemacht. Die brauchten ihn als eine Art Marionette oder damit mehr Produkte verkauft werden. Und hast du nicht gesehen, als Werbegesicht, er wurde zu frech und jetzt habt ihr gesehen, was er davon hat. Er war sogar bereit, alles herzugeben, nur damit er diese paar Wochen und Monate, bis es zur Verhandlung kommt, auf freiem Fuß sein kann. Vielleicht sogar eine Flucht geplant. Wir wissen es nicht. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, wir werden auch ein bisschen tiefer auf diese Cassie eingehen. Und das macht sie hier auch. Hört genau zu. Auch hat Didis Untergang eingeleitet. Und wie sie das gemacht hat, ist einfach nur genial. Aber bevor ich dir das verrate, lass mich kurz zurückspulen. Weißt du, wer Didi fast genauso sehr hasst wie Cassie? Ryan Leslie. Ryan Leslie ist Songwriter und Producer, hat schon für Britney Spears und Beyoncé gearbeitet. Der Typ hat aber auch Cassie entdeckt und war total verknallt in sie. Sie war sein Baby. Also schreibt und produziert Ryan für Cassie den Hit Me and You. 2006 war der überall. Ihr Debütalbum? Mega Erfolg. Und jetzt wird's wild. Ryan bringt Cassie zu seinem Boss. Rate mal, wer das ist. Didi höchstpersönlich. Ryan vertraut Didi, stellt ihm Cassie vor, weil er weiß, dass Didis Label Bad Boy Records zu diesem Zeitpunkt eins der heißesten Hip-Hop-Labels ist und Cassie alle Türen öffnen kann. By the way, Ryan hat nicht nur Musik mit Cassie gemacht, er hat sie auch gedatet. Cassie ist 19, als sie Didi kennenlernt und er 37. Didi nimmt Cassie nicht nur bei seinem Musiklabel Bad Boy Records unter Vertrag. Während Cassie noch mit Ryan zusammen ist, tauchen plötzlich immer öfter solche Fotos von ihr und Didi auf. Es dauerte nicht lange, bis klar war, Didi ist jetzt mit Cassie zusammen. Er hat sie Ryan ausgespannt. Cassies zweites Album wird angekündigt. Didi sagt, Ryan ist nicht mehr dabei. Der Grund, Cassie soll auch mit anderen Producern zusammenarbeiten. Aber nein, nein. Didi wollte Cassie einfach nur für sich haben und kontrollieren. Ihr zweites Album, das kam nie raus. Stattdessen fängt Didi an, Cassies Karriere und ihr gesamtes Leben zu ruinieren. Didi zwingt Cassie zu S-Punkt-Punkt mit anderen Männern, während er zuguckt. Er geht immer wieder auf sie los, sogar vor seinen Sicherheitsleuten, seinen Assistenten. Keiner schreitet ein aufgrund von P. Didis Status. Erinnert euch das an jemanden hier in Deutschland, wo es ähnlich war, natürlich in viel, viel kleinerem Stil, aber wo erst vor kurzem rauskam, dass er handgreiflich wurde gegenüber seiner Partnerin, wo er anderen Rappern sogar anbot, und das weiß ich aus interner Quelle, mit seiner Frau Geschlechtsverkehr zu haben und er guckt dabei zu und diese Frau ist jetzt zufälligerweise genau mit diesem Rapper zusammen, dem das angeboten wurde. Ganz, ganz krank. Und die machen da nicht mal einen Hehl draus. Aber so in dem Stil hat sich da ja auch alles gezeigt in der Öffentlichkeit. Vielleicht wisst ihr ja, wen ich meine. Und weil sie Angst haben oder weil sie sich einfach nicht mit ihm verscherzen wollen, ersetzt sie unter Substanzen, damit sie seine Taten erträgt, bei seinen Freak-Offs in Stimmung ist und länger durchhält. Er drängt sie dazu, ihre Kirschen vergrößern zu lassen, ist mit dem Ergebnis unzufrieden und zwingt sie, sie am nächsten Tag direkt wieder entfernen und neu machen zu lassen. Er sagt ihr, sie muss sich die Hälfte ihrer Haare abrasieren. Er kontrolliert jeden Aspekt ihres Lebens, sogar ihre Arztbesuche. Während Cassies gesamter Karriere und ihrer Zeit mit Didi gibt es so viele Fotos, auf denen sie entweder blaue Flecken im Gesicht oder am Körper hat. Die Anzeichen, was Didi ihr angetan hat, waren immer da. Didi und Cassie sollen zwischen 2005 und 2018 eine On-Off-Beziehung geführt haben. Während einer Off-Phase kommen Cassie und Kid Cudi sich näher. Didi erfährt davon und erzählt Cassie, dass er Kid Cudis Auto in die Luft wird. Und guess what? Genau das passiert kurz darauf. Kid Cudi selbst hat das bestätigt. 2018 schafft Cassie es, sich endlich von Didi zu lösen. Fast forward zu 2023. Sie verklagt Didi. Es gibt eine 35 Seiten lange Anklageschrift und die fängt direkt mit einer Triggerwarnung an. Didis erste Reaktion, alles fake. Aber innerhalb eines Tages einigt er sich außergerichtlich mit ihr. Er soll ja eine achtstellige Summe gezahlt haben. Didi geht also innerhalb von 24 Stunden Cassies Forderungen nach. Warum? Wenn er doch so unschuldig ist, warum dann nicht vor Gericht kämpfen? Viele werfen Cassie vor, dass es ihr nur ums Geld geht, weil sie einer außergerichtlichen Einigung zustimmt. Nicht nur das, was hier nicht erwähnt wird. Sie war mit diesem Typen, diesem Producer zusammen, hat sich aber wegen des Fames für Didi entschieden und hat dann das gekriegt, was sie halt gekriegt hat. Ich will damit nicht rechtfertigen oder es gutheißen oder sagen, hat sie verdient, aber das darf man auch nicht aus dem Kopf lassen und vergessen. Cassie bleibt nicht nur ein emotional anstrengender Prozess erspart, wo sie nochmal mit allen Traumata konfrontiert wird. Sie hat Didi auch exposed und die Büchse der Pandora geöffnet, indem sie alles an die Öffentlichkeit brachte.
Denn nach Cassies Klage haben sehr viele weitere Frauen gegen Diddy ausgesagt. Der Producer Lil Rod hat Diddy ebenfalls verklagt und bestätigt, dass diese kranken Freak-Off-Partys, die in Cassies Klage erwähnt werden, wirklich passiert sind. CNN hat ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie Diddy in einem Hotelflur Cassie hinterherrennt, als sie gehen möchte und dann auf sie losgeht. Das US-Heimatschutzministerium hat Razzien in allen Häusern von Diddy durchgeführt. Er wurde jetzt verhaftet und angeklagt. Und Cassie ist sicher raus aus der ganzen Nummer. Denn bis heute hört man, dass Diddys Ex-Frau Kim Porter ein Enthüllungsbuch über ihn rausbringen wollte. Und dann ist sie sehr plötzlich von uns gegangen. Und wenn Cassie jetzt plötzlich etwas zustoßen würde, wir alle wissen, wo wir als erstes hinschauen würden. Komischerweise sterben die Leute immer. Auch die rund um Beyoncé, wobei es im Fall Beyoncé auch nochmal sehr, sehr verzwickt ist. Und wo sie gerade über diese Kim Porter gesprochen hat, auch noch was sehr, sehr Wichtiges. Das Enthüllungsbuch über Diddy ist draußen. Seit längerem wird vermutet, dass Diddy was damit zu tun hatte, dass seine Ex Kim Porter 2018 plötzlich von uns gegangen ist. Sie war gerade mal 47, offiziell hieß es war eine Lungenentzündung. Aber viele Leute, und ich meine wirklich viele, haben das schon immer etwas seltsam gefunden. Weißt du, sie war fit, sie war jung. Und dann gab es noch ein Enthüllungsbuch über Diddy, das sie wohl rausbringen wollte. Und jetzt ist dieses Buch draußen, Kim's Lost Words. By the way, falls dich interessiert, wieso so viele sicher sind, dass Diddy was mit Kims plötzlichem Verschwinden zu tun hatte, check unbedingt meine Wiedergabeliste PDD Exposed oben in meinem Profil ab. Dieses Buch hat 60 Seiten, es soll eine Sammlung ihrer Tagebücher sein und angeblich haben ihre Freunde das geleakt. Zufällig jetzt, wo Diddy verhaftet wurde. Ah, ich weiß nicht, ob das wirklich Kims Tagebücher sind oder ob jemand nicht einfach versucht, Profit aus der Situation zu schlagen. Weil das Timing ist ja schon verdächtig. Aber der Teil, der alle schockt, in diesem Buch soll Kim darüber sprechen, wie sie Tapes von Diddys Freak-Off-Partys gefunden hat und Kopien davon erstellt hat. Es ist auch die Rede von einem Tape von Diddy mit einem damals 18-jährigen Popstar, der später zum Megastar wurde. Und die Leute vermuten, dass damit Justin Bieber gemeint ist. Leute kramen jetzt auch wieder alte Videos von Diddy und Justin Bieber raus, wo sie zusammen abhängen. Justin Bieber war extrem jung und unschuldig, als er in die Branche kam. Wenn ich mich richtig erinnere, war er 12 oder so, als er Fame wurde. Und dann hing er plötzlich mit Diddy und all diesen älteren Stars rum. Und schon zu diesen Zeiten waren Diddys Partys berüchtigt. Und dann gibt es ein Video, wo Diddy darüber scherzt, dass ein damals 14-jähriger Justin Bieber ohne Aufsicht eines Erwachsenen jetzt 48 Stunden mit ihm verbringen wird und sie nicht verraten dürfen, was sie machen. Damals fanden das alle süß, aber mit allem, was wir jetzt wissen, ist das ein wenig sus. Selbst wenn es keine Freak-Offs und S-Punkt-Punkt auf Diddys Partys gab, ein 14-Jähriger sollte nicht mit Erwachsenen feiern und nicht diesem Lifestyle ausgesetzt werden. Das nächste, was wir wissen also, dass Justin immer wieder auf Partys ist, auch auf Diddys Partys. Und wenn wir uns an die Klage von Lil Rod erinnern, der meinte ja, dass es auf Diddys Partys immer sehr viele Substanzen gibt und dass man immer auf Substanzen quasi ist und dann auch hemmungsloser wird. Justin hat in den letzten Jahren oft über seine Sucht gesprochen. Erinnerst du dich, als er mit Hailey zusammenkam, gab es voll viele Fotos, auf denen er weint. Mittlerweile hat er seinen Weg zurück zu Gott gefunden, aber er hatte viele emotionale Zusammenbrüche. Es wirkte so, als würde er versuchen, sich von all den dunklen Erfahrungen zu befreien. Kurzer Einschub, weil ich war schon fertig mit Schneiden. Ich habe mich gefragt, wenn Diddy das alles wirklich Justin angetan hat, wieso war Justin erst letztes Jahr auf Diddys neuem Album drauf? Kann mir das einer erklären von euch? Mittlerweile hat Justin es geschafft, sich ein komplett neues Leben mit Hailey aufzubauen. Er hat sich komplett aus der Industrie zurückgezogen, ist vor kurzem auch Papa geworden. Aber für mich bleibt Justin Bieber immer ein Opfer dieser Industrie. Hollywood hat ihn fast. Und hier nochmal ganz kurz die Horrorgeschichten zu P. Diddy auf einen Blick. Ich meine, es ist ja nicht erst seit paar Monaten am Rumkursieren, dass der Typ Dreck am Stecken hat. Wer Hip-Hop verfolgt, vor allem wie ich, schon damals zu Tupac-Zeiten mit Snoop Dogg und hast du nicht gesehen? Biggie, P. Diddy, da gab es ja diesen großen Konflikt East Coast, West Side. Der weiß, dass es sehr, sehr viele Verschwörungen gibt, die sogar so weit gehen bis zu Michael Jackson. Aber hört hin. Kein Star, über den man seit den 90ern so viele düstere Geschichten hört. Und erst jetzt, nach 30 Jahren, kommt sein Downfall. Seit Jahrzehnten flüstert man, dass Diddy Biggie auf dem Gewissen hat. Und pass auf, damals in den 90ern wollte Biggie wohl Diddys Label Bad Boy Records verlassen. Kurz danach, wir alle wissen, was mit Biggie passiert ist. Seit den 90ern gibt es auch immer wieder Andeutungen, dass Diddy auch in Tupacs verwickelt war. 1994, zwei Jahre bevor er von uns ging, betritt Tupac ein New Yorker Studio, will sich mit Diddy und Biggie treffen und dann, boom, wird er in der Lobby überfallen und fünfmal. Pac sagt später in einem Interview, dass er sicher ist, dass Diddy dahinter steckt. Keefy D, der bei der Aktion, die Pac das Leben kostete, im Auto saß, sagt seit Jahren, dass Diddy ihn beauftragt hat und ihm 1 Million dafür gezahlt hat.
Eminem hat das mit Diddy und Tupac übrigens auch bestätigt. Viele glauben auch, dass Diddy was damit zu tun hatte, dass seine Ex Kim Porter 2018 plötzlich von uns gegangen ist. Sie war 47, offiziell hieß es war eine Lungenentzündung. Kim kannte Diddy, seit er in den 90ern als Praktikant bei Uptown Records angefangen hat. Sie war über 2 Jahrzehnte mit ihm zusammen. Und es heißt, dass sie ein Enthüllungsbuch über Diddy rausbringen wollte, weil sie ähnliche Erfahrungen mit ihm gemacht hat wie Cassie. Es ist fast unheimlich, wie viele Menschen aus Diddys Umfeld plötzlich auf mysteriöse Weise verschwinden. Alte Labelkollegen aus seiner Zeit bei Uptown Records, die angeblich alle etwas über Diddy veröffentlichen wollten und dann puff, plötzlich von uns gegangen oder im Koma. Während Diddy was mit J-Lo am Laufen hatte, hatte Kim wohl was mit dem Def Jam Manager Shakir Stewart. Diddy war wohl rasend und dann ist plötzlich auch Shakir Stewart von uns gegangen. Wenn wir gerade bei Jennifer Lopez sind, 1999 kam es zu einem Vorfall in einem Club, bei dem 3 Menschen verletzt wurden. Laut Augenzeugen war es auch Diddy, der in dieser Nacht die Pew Pew zog und mitverantwortlich für das Chaos war. Jennifer Lopez soll diese Pew Pew in ihrer Tasche für ihn versteckt haben. Aber rate mal, wer dafür ins Gefängnis musste? Nicht Diddy, nein, nein. Shine, Diddys damaliger Schützling, der an dem Abend auch anwesend war, musste für 9 Jahre hinter Gittern. Und Diddy wurde freigesprochen. Fast alle Signings von Diddy haben ihre Musikkarriere beendet und ihr Leben der Religion gewidmet. Mace verließ Bad Boy Records am Höhepunkt seiner Karriere und wurde Pastor. Shine ist während seiner Haftzeit zum Judentum konvertiert. Und Loon konvertierte zum Islam, nachdem er Bad Boy Records verließ. Etwas, was ich auch schockierend finde, jeder, der Diddy mal die Hand gegeben hat oder ihn kennenlernen durfte, sagt, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte dem Tod die Hand gegeben oder ich hätte den Tod kennengelernt. So krass war das. Wenn man damals Diddy's Show Making the Band geguckt hat, weiß man, wie er seine Künstler behandelt. Diddy hat ja auch die Band Danity Kane gegründet und Ex-Mitglied Aubrey O'Day spricht seit Jahren darüber, was für ein Tyrann Diddy ist und wie er seine Künstler ausbeutet. Sie wirft Diddy nicht nur M-Brauch am Arbeitsplatz vor, sondern auch, dass Diddy alle Rechte an der Musik seiner Künstler hat, dass die Künstler so gut wie keinen Cent an ihrer eigenen Musik verdienen und dass alles in Diddy's Taschen fließt. Diese Vorwürfe wurden unter anderem auch schon von 50 Cent und Mace bestätigt. Und dann noch das Interview von Usher, der mit 14 Jahren bei Diddy zu Hause gewohnt hat und was er da alles in Diddys sogenanntem Flavor Camp gesehen hat. Du willst es nicht wissen. Diddy war damals Ushers Mentor und in diesem Interview meinte Usher, dass er seine eigenen Kinder niemals mit Diddy leben lassen würde. Als Usher dann Justin Biebers Mentor wurde, durfte Justin Bieber mit 14 Jahren 48 Stunden mit Diddy verbringen. 30 Jahre lang schien Diddy mit allem davon zu kommen, bis Cassie im November 2023 ihre Klage gegen ihn einreichte. Und es wird ja jetzt auch gesagt, dass sehr, sehr viele Leute mit ihm unter einer Decke stecken. Wie vorhin schon erwähnt, sehr viele versuchen sich undercover zu halten und ich zeige euch mal einige davon. Eine Menge Leute, die Diddy exposen und mit sich in den Abgrund reißen könnte, weil die ganze Industrie war cool mit ihm. Ihr checkt nicht, wie big Diddy in den 90s und 2000ern war. Wirklich jeder, der Rang und Namen hat, war schon mal auf einer Diddy-Party. Aber es gab Diddy-Partys und es gab Diddy-Freak-Off-Partys. Das sind 2 verschiedene Dinge. Bei den Freak-Off-Partys lief was anderes ab als bei den normalen Partys. Und jetzt frage ich mich, selbst wenn manche Stars nicht auf diesen speziellen Partys waren und es waren safe nicht alle Stars dort, die müssen doch trotzdem gewusst haben, wie Diddy tickt und was er so treibt, oder? Ich habe gelesen, dass Usher nach Diddys Verhaftung 7000 Tweets gelöscht hat. Er meinte, er wurde gehackt, aber wer hackt deinen Account und löscht einfach so viele Tweets? Normalerweise posten Hacker komische Sachen oder so, aber Tweets löschen? Diddy war Ushers Mentor. Usher hat sogar, als er 13 war, bei Diddy gelebt und meinte, dass er da sehr verrückte Dinge erlebt hat. Jay-Z und Diddy sind richtig eng. Die waren so oft zusammen zu sehen, auf Partys, Events, Awardshows. Die sind Bros. Die Kardashians waren auch sehr oft auf Diddys Partys. Guckt euch diese Fotos einfach mal kurz an und wie alt manche davon sind. Hier sind einfach Paris Hilton und Kim. Chloe hat in ihrer Show sogar mal erzählt, dass sie auf einer Party von Diddy war und die Hälfte der Leute dort ohne Klamotten rumgelaufen ist. Die Verbindung zwischen den Kardashians und Diddy ist sowieso voll wild. Ich habe dazu ein ausführliches Video gemacht. Checkt einfach meine Wiedergabeliste PDD Exposed oben in meinem Profil ab. All diese CEOs treten plötzlich zurück und man fragt sich natürlich, hängt das mit Diddys Verhaftung zusammen? Naomi Campbell war mit Diddy befreundet. Ashton Kutcher. Auch zu dieser Freundschaft habe ich schon ein ausführliches Video gemacht. Alles in meiner Wiedergabeliste PDD Exposed. Jennifer Lopez war in den 90ern mit Diddy zusammen. Was weiß sie? Neben Usher wurde Neo in einer Klage gegen Diddy erwähnt.
Die Ex-Danity Kane-Sängerin Dawn Richard behauptet, dass Diddy einmal vor Usher und Neo auf Cassie losgegangen ist und beide nichts unternommen haben. Ich finde es sehr seltsam, wie Oprah immer mit den größten Monstern der Industrie befreundet ist. Mit jedem von denen findest du ein Foto von ihr, wo sie daneben steht und strahlt und sich sichtlich wohlfühlt. Clive Davis ist maßgeblich für den Aufstieg von Diddy in der Industrie verantwortlich. Er war Mitbegründer von Diddys Label Bad Boy Records und Diddys Mentor. Dann Ellen DeGeneres. Diddy war mehrmals in ihrer Show. Die beiden sind in Beverly Hills quasi Nachbarn. Und in der Show hat man auch voll oft gemerkt, dass sie Insider haben und sich voll gut verstehen. Aber noch viele mehr Leute. French Montana, Trey Songz, T.I., Cuba Gooding Jr., DJ Khaled, Meek Mill, Kevin Hart. Ist euch aufgefallen, wie ruhig Hollywood seit Diddys Verhaftung ist? Keiner seiner Freunde äußert sich. Und jetzt wissen wir ja, dass Diddy die Stars, die auf seinen Freak-Off-Partys waren, heimlich gefilmt hat und das Material dann genutzt hat, um sie zu erpressen. Und man fragt sich, wer ist als nächstes dran? Glaubst du, Diddy wird einen dieser Menschen exposen? Naja, wenn er untergeht, dann glaube ich mit einem Knall. Aber was ich mich auch gefragt habe, ist, 50 Cent hat ja immer wieder geschossen gegen PDD. Seit der Verhaftung kam nicht mehr wirklich viel von ihm, zumindest in der Anfangszeit nicht. 50 Cent ist seit der Verhaftung von Diddy auffällig ruhig. Und ich bin euch ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst, weil ganz Hollywood schweigt momentan, Diddys engsten Freunde äußern sich nicht zu ihm. Und wir wissen, immer wenn es einen PDD-Skandal gab, 50 Cent hat sofort gepostet. Und wenn er jetzt schweigt, weil er auch auf einer dieser freaky Partys war, dann verliere ich echt komplett den Glauben an Rapper und Stars, weil 50 war für mich immer einer der realsten und stabilsten in diesem Game. Aber Friends, wir müssen uns keine Sorgen machen, weil es ist jetzt wirklich offiziell. 50 Cent hat sich mit Netflix zusammengetan und die bringen eine Doku über Diddy raus. Und das Krasse ist, diese Doku enthält die letzten Jahrzehnte aus Diddys Leben und nicht nur Schlagzeilen und Clips, die wir bis jetzt kennen. Also heißt, wir werden da nicht nur Sachen sehen, die wir hier die ganze Zeit auf TikTok sehen und die ganze Zeit viral gehen. Und ich bin dick gespannt, was die uns da noch zeigen. Und ich denke, dass das wirklich offiziell ist, weil 50 hat diese Info auch selbst gepostet. Und er hatte dazu geschrieben, ich habe euch gesagt, dass ich an so einer Doku arbeite. Ich war noch nie auf einer von Diddys Freaky Partys. Und er hat die Doku natürlich auch hiermit angekündigt. Mittlerweile hat er diese Posts wieder gelöscht. Ich weiß nicht warum, aber da sehr viele Seiten darüber berichtet haben und er das auch selber gepostet hat, können wir davon ausgehen, wir kriegen diese Doku. Berichten zufolge haben die auch schon mit der Produktion begonnen. Ja, ich bin mal gespannt. Wenn die noch Infos brauchen, können die sehr gerne bei Hella Gossip nachschauen. Und wer auf TikTok aktiv ist, weiß ganz genau, dass mittlerweile fast schon mehr als P. Diddy, Beyoncé und Jay-Z, vor allem Beyoncé, ins Blitzlicht geraten ist. So viele Clips, wie ich von ihr gesehen habe, von irgendwelchen Emmy Awards, die sie nicht gewonnen hat, wo sich dann Leute auf einmal bei ihr bedanken, weil die Angst davor haben, dass die umgebracht werden als Gewinner dieser Award. So richtig komische Sachen. Hört euch das hier an. So sind eigentlich so viele so geil auf den Untergang von Beyoncé und Jay-Z. Habt ihr euch mal die Kommentare unter Beyoncés Beiträgen gegeben? Die sind einfach voll. Hier. Handel unterstützt du? Oder hier, was ist in der Flasche? Babyöl? Ich hoffe, sie und Jay-Z werden auch exposed. Aaliyah war die wahre Queen. Und die ganze Zeit She Knows. Meine ganze For You ist voll mit diesem She Knows Song und eure Safe auch. Und dazu werden dann die ganze Zeit Aufnahmen von Jay-Z und Beyoncé gezeigt, so auf, die wussten Bescheid und die haben das veranlasst, dass Michael Jackson, Left Eye und Aaliyah von uns gegangen sind. Ich weiß, dass man seit den 90ern auch über Jay-Z und Beyoncé komische Geschichten hört. Und ihr wisst, ich liebe solche Geschichten auch. Aber, Freunde, J. Cole exposed auf dem Song nicht Beyoncé und Jay-Z. J. Cole's Song She Knows kam 2013 raus. Und wenn man sich die Lyrics auch nur 5 Sekunden anguckt, checkt man, dass es darum geht, dass er seine Freundin betrogen hat und dass sie etwas ahnt und deshalb She Knows, also sie weiß Bescheid. Und der Part mit Michael Jackson, Aaliyah und Left Eye ist in dem Song drin, weil J. Cole einfach darauf aufmerksam machen wollte, dass die drei in einem jungen Alter Fame geworden sind und dann auf tragische Weise von uns gegangen sind. Aaliyah im Alter von 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz, Left Eye im Alter von 30 Jahren bei einem Autounfall und Michael Jackson im Alter von 50 Jahren, weil er, ich nenne es mal, zu viele Substanzen in seinem System hatte. Du bist immer noch nicht überzeugt und sagst, nein, der Song hat safe was mit Beyoncé und Jay-Z zu tun. Hier auf TikTok gehen auch gerade so viele Videos viral, wo Leute behaupten, dass J. Cole den Song jetzt runtergenommen hat, weil er das musste, weil Jay-Z und Beyoncé jetzt durch ihn exposed wurden. Ein Blick und man sieht, dass der Song immer noch da ist und
Kurzer Einschub, weil der Song war wohl wirklich für einen Tag oder so weg, aber nicht nur der Song von J. Cole, sondern ganz viele Songs, weil es einfach Lizenzprobleme gab und die wurden jetzt behoben. Immer noch nicht genug. Es geht auch die ganze Zeit viral, dass die beiden Millionen von Followern verlieren. Jay-Z hatte nie 1 Million Follower, er war immer unter 900.000. Und Beyoncé soll mehreren Berichten zufolge auch nicht 4 Millionen Follower verloren haben, sondern 1 Million. Und anscheinend hat sie auch davor schon immer wieder Follower verloren, weil sie auch immer wieder Phasen hat, wo sie inaktiv ist. Immer noch nicht genug? J. Cole, von dem der Song She Knows ist, war der erste Künstler ever, den Jay-Z auf seinem Label gesigned hat. J. Cole ist Jay-Z bis heute dankbar für alles. Das heißt, er würde Jay-Z auch nicht exposen. Genau deswegen ist es auch wichtig, sich solche Meinungen anzuhören, die reflektiert sind, die nicht nur auf einen Verschwörungszug aufspringen und alles nachplappern, sondern auch mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Und das hier auch sehr, sehr wichtig, weil ich habe ja vorhin erwähnt, diese Grammy Awards und Michael Jackson und so weiter und Co. Was haben die eigentlich alle mit Diddy zu tun? Angst vor Beyoncé und erwähnen sie deshalb immer, wenn sie einen Preis erhalten. Kanye wollte Taylor nur vor Beyoncé retten und Michael Jackson hat uns immer vor Diddy gewarnt und dann hat Diddy ihn... All diese Gerüchte machen gerade die Runde. Lass uns das mal gemeinsam aufklären. Erstmal, was hat Beyoncé überhaupt mit Diddy zu tun, sodass ihr Name die ganze Zeit erwähnt wird? Beyoncés Ehemann Jay-Z ist ein sehr enger Freund von Diddy und deshalb gehen viele davon aus, dass Beyoncé zumindest wusste, was Diddy da die ganze Zeit treibt. Beyoncé und Jay-Z werden bisher allerdings nirgends in den Gerichtsdokumenten über Diddy erwähnt. Es gibt ja dieses Gerücht, dass Beyoncé die Queen der Musikindustrie ist und das auch immer bleiben möchte und alle, die das gefährden könnten, werden aus dem Weg geräumt. So entstand auch das Gerücht, dass Aaliyah von uns gehen musste und Jay-Z und Beyoncé was damit zu tun haben. Zu Aaliyah sage ich am Ende dieses Videos nochmal was. Es gibt ja dieses Ding mit Kanye, der Taylor Swift auf der Bühne unterbrochen hat, um zu sagen, dass Beyoncé den Award verdient hätte. Damals hat ihn jeder dafür gehatet, aber jetzt sagen Leute, dass er das gemacht hat, um Taylor vor Beyoncé zu beschützen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil Taylor Swift ist die einzige Künstlerin, die 4-mal den Grammy für das Album des Jahres gewonnen hat. Beyoncé dagegen hat noch nie Album des Jahres gewonnen. Taylor ist die erste Frau, die 2022 alle Top 10 Plätze der Billboard Charts gleichzeitig belegte. Taylor hat so viele Meilensteine erreicht und ist wahrscheinlich die einzige Künstlerin, die es mit Beyoncé aufnehmen kann. Und sie lebt immer noch. Und Kanye wollte Taylor dann nicht beschützen, weil danach gab es noch jahrelang einen Beef zwischen Kanye, Kim Kardashian und Taylor Swift und dazu habe ich schon ein ausführliches Video gemacht. Oh, und dann, dass Stars Beyoncé immer erwähnen müssen, wenn sie einen Award bekommen, sonst passiert ihnen etwas. So wie hier Adele, die auf der Bühne meinte, dass Beyoncé und Lemonade sie inspiriert haben. Sie hat sogar ihren Grammy kaputt gemacht und diesen mit Beyoncé geteilt, aber nicht aus Angst. Adele fand einfach, dass Beyoncés Album Lemonade den Grammy für Album des Jahres verdient hätte. Adele ist einfach ein riesen Beyoncé-Fan und hat das schon voll oft gesagt. Und auch Beyoncé hat Adele öfter gelobt und meinte, dass sie ihre Musik und ihre Stimme liebt. Dann Michael Jackson, Diddy und die Tunnel. Zu Michael Jackson möchte ich ein eigenes Video machen, das in den nächsten Tagen kommt, weil da gibt es ein paar interessante Sachen und ich möchte noch mehr dazu recherchieren. Zu den Tunneln, die es angeblich unter Diddys Haus geben soll und die zu Michael Jacksons Haus und zur Playboy-Mansion führen sollen, kann ich Folgendes sagen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters stimmt dieses Gerücht nicht. Jemand hat das in Umlauf gebracht, indem die so einen angeblichen Bericht von CNN gezeigt haben, die darüber berichtet haben sollen, dass es diese Tunnel gibt, aber das war Fake. Kommen wir zurück zu Aaliyah. Was spricht dagegen, dass Beyoncé und Jay-Z dahinter stecken? Beyoncé war schon damals mit Destiny's Child auf Erfolgskurs, lange bevor sie als Solokünstlerin durchstartete. Aaliyah ist 2001 von uns gegangen und Destiny's Child hatten bis 2002 Nummer 1 Hits und bis 1999 sogar 3 Top 10 Hits. Aaliyah hingegen hatte in den USA keinen klassischen Nummer 1 Hits in den Billboard Charts und das sind die Charts in den USA, aber sie hatte viele sehr erfolgreiche Singles. Das heißt, was die Zahlen betrifft, hatte Beyoncé mit Destiny's Child mehr Erfolg als Aaliyah. Dann hatten Beyoncé und Aaliyah einen unterschiedlichen Sound. Aaliyah war bekannt für ihren sanften R&B-Sound, der oft auch Hip-Hop-Elemente hatte. Und Beyoncé und Destiny's Child waren vielmehr im Bereich Pop-R&B unterwegs. Die beiden hatten also einen unterschiedlichen Stil und unterschiedliche Karrieren. Und Beyoncé wäre wahrscheinlich auch erfolgreich geworden, wenn Aaliyah noch hier wäre. Und außerdem, Freunde, Rihanna ist einfach Milliardärin und Beyoncé nicht. Und wer hat Rihanna unter Vertrag genommen und groß gemacht? Jay-Z. Deshalb, Freunde, glaubt nicht alles, was ihr auf Social Media seht. Recherchiert. Oder schaut euch die Videos von Halal Gossip an. Jetzt kommt das Heftigste, denn das jüngste Opfer von P. Diddy soll erst 9 Jahre alt gewesen sein. Das jüngste Opfer von Diddy soll 9 Jahre alt gewesen sein.
Das sagt der Anwalt Tony Busby, der jetzt 120 Leute vertritt, die auch Klagen gegen Diddy eingereicht haben. Und ihm zufolge sind diese 120 neuen Klagen nicht nur gegen Diddy gerichtet, sondern auch gegen andere Stars. Er meint, dass einige der Namen in diesen 120 Klagen uns schockieren werden und dass die betroffenen Leute ganz genau wissen, wer sie sind. Das Internet spekuliert ja schon die ganze Zeit, welche Stars da noch mit Diddy drin hängen und sich die Hände schmutzig gemacht haben. Wird Diddy seinen Mund aufmachen? Wird er uns eine Liste mit Namen zur Verfügung stellen? Die Listen mit Namen, die ihr hier auf Social Media seht, sind Fake, Leute. Und so gut wie jeder Star war schon mal auf einer Diddy-Party. Das bedeutet aber nicht, dass sie bei den Freak-Offs waren und bei diesen unanständigen Sachen mitgemacht haben. Vor allem, was denkt ihr, würde passieren, wenn es so eine Liste geben würde und wenn die auftaucht? Ist bei Epstein irgendetwas passiert? Nein. Laut Tony Busby haben sich 3.285 Menschen bei ihm gemeldet, die Klage gegen Diddy einreichen wollten. Aus diesen hat er 120 ausgewählt, die er jetzt wirklich vertreten wird. Und darunter sind 60 Männer und 60 Frauen. Und 25 von diesen 120 Personen sollen sehr, 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 sehr jung gewesen sein, als sie Diddy zum Opfer fielen. Darunter zum Beispiel auch ein Junge, der im Alter von 9 Jahren zu Diddys Label Bad Boy Records zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde und dem laut Tony Busby versprochen wurde, dass er einen Plattenvertrag bei Diddy bekommt. Und während dieses Vorstellungsgesprächs soll Diddy diesen 9-Jährigen dann, ihr wisst schon, wenn nicht, guckt in die Kommentare. Eine weitere Person soll, als sie 15 war, zu einer Party von Diddy eingeflogen worden sein und ihr soll dort dasselbe passiert sein wie dem Jungen. Als Diddy mit ihr fertig war, sollen dann auch andere Leute Sachen mit ihr gemacht haben. Tony Busby zufolge gab es immer ein Muster, und zwar, dass diesen Menschen Substanzen in die Getränke getan wurden, sodass sie einfach gar nicht gecheckt haben, was da vor sich geht und sich nicht wehren konnten. Tony Busby meint, er hat genug Beweise gegen Diddy, sodass er jetzt diese 120 Einzelklagen gegen ihn einreichen wird. Diese ganzen Vorfälle sollen sich übrigens von 1991 bis heute, also 2024, ereignet haben. Und last but not least, damit ihr seht, wie krank das Ganze wirklich ist. So redet eigentlich keiner darüber, dass sie Diddy gedatet hat. Und anscheinend auch einen seiner Söhne. Ich hatte das voll vergessen, aber diese ganze Lori Harvey und Diddy-Sache ist so krass. Also, stell dir das mal vor. 2019 plötzlich tauchen überall Fotos von Lori Harvey und P. Diddy auf, zusammen auf Dates. Und Lori Harvey ist ja nicht irgendwer, sondern die Stieftochter von Steve Harvey, dem mega bekannten Moderator. Steve ist seit Jahren mit Loris Mutter verheiratet und hat sie adoptiert. Und er und Diddy sind richtig gute Freunde. Lori und P. Diddy sind nicht nur einfach so ausgegangen. Die beiden waren sogar zusammen mit Loris Eltern im Familienurlaub. Offiziell haben die beiden nie bestätigt, dass sie zusammen waren. Aber diese Fotos, die sagen alles. Ich meine, wie awkward muss das gewesen sein? Tief im Innern muss Diddy doch gewusst haben, dass das alles total falsch ist. Weil Lori war seiner Familie so nah. Sie hat zum Beispiel mit seinem Sohn Christian Combs gemodelt, gegen den es übrigens auch Klagen gibt, dass er Frauen unter Substanzen gesetzt und dann Sachen mit ihnen gemacht haben soll. Und das Krasseste, Lori kannte auch Diddys Ex Kim Porter sehr gut. Die zwei haben sich offenbar so nah gestanden, dass Lori Kim sogar Mama Kim genannt hat. Das gibt dem Ganzen echt einen schrägen Beigeschmack, oder? Und jetzt wird's noch wilder. Lori soll auch mal mit einem von Diddys Söhnen zusammen gewesen sein, Justin Combs. Sie hat das abgestritten, aber viele wollen ihr das nicht so richtig abkaufen, weil Stars oft ja auch einfach Sachen für ihr Image sagen. Aber eins ist sicher, Lori macht keinen Spaß, wenn es um Männer geht. Egal wie reich oder berühmt sie sind, wenn sie keinen Bock mehr hat, ist sie weg. Sie hat's mit Diddy, Trey Songz, Future, Michael B. Jordan und Idris Elba gezeigt. Keiner kann sie halten, wenn sie die Nase voll hat. Und dann frage ich mich, was ist bei Diddy passiert? Was war der Moment, in dem Lori gesagt hat, nope, ich bin raus? Weil wenn man sich ansieht, wie Diddy seine Ex-Freundin Cassie, Virginia V oder Kim Porter behandelt hat, M braucht Kontrolle, Zwang. Es ist kein Geheimnis, dass Diddy angsteinflößend und extrem toxisch ist. Wie durchgeknallt Diddy ist, hat jeder spätestens dann gecheckt, als er Kid Cudis Auto in die Luft als er herausgefunden hat, dass Cassie was mit Kid Cudi hatte. Und Lori hat die Flucht ergriffen. Sie wollte nicht eines Tages aufwachen, sich in dieser Beziehung gefangen fühlen und dann Jahre brauchen, um zu entkommen. Naja, ihr merkt, sehr, sehr krank. Im Vergleich dazu sind wir hier in Deutschland noch relativ harmlos aufgestellt. Aber ihr wisst, wir hinken ja auch 10 bis 20 Jahre zurück, wenn es um solche Sachen geht mit den Vereinigten Staaten. Wir werden mit Sicherheit auch irgendwann dahin kommen, wo die jetzt sind. So viel zu unserem heutigen Video. War mal abseits unserer Bubble, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Checkt die Schwester von uns, Halal Gossip, sehr, sehr gerne ab. Ist auch mal schön, sie jetzt mit Gesicht zu sehen. Ich kenne sie ja noch von früher, wo sie ohne Gesicht immer solche Videos gepostet hat. Hab auch mal hin und her geschrieben, ein bisschen mit ihr. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber eine schöne Sache. Ich bin froh, dass es bei ihr so gut läuft. Ich wünsche euch da draußen auch nur das Beste. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Bis dann und ciao.